Q-Wine und Tour Downtown. Die Folge von unserer Entdeckungsreise durch die Schweizer Weinberge ist dem Zürcher Wein gewidmet. Jetzt müssen wir nur noch die Reben finden. Ah, voilà, die Zürcher Raben. Schau mal, der Robin, unser Winzer. Hoi. Robin, wo sind wir da? Da sind wir in Wieningen, nur ein paar Kilometer von Zürich entfernt. Und in unserem Dorf haben wir doch etwa 30 Hektar Reben erhalten. Und da gehört ihr zu den grösseren Produzenten? Ja, aber das bleibt natürlich sehr klein. Also wir haben etwa 4,5 Hektar. Es bleibt ein Familienunternehmen. Und unsere Sorten sind schon immer Riesling Silvaner, Blauburgunder und Reuschling, eine Zürcher autochthone Sorte gewesen. Und in den letzten Jahren sind aber noch mehr Sorten dazugekommen. Ist das gewesen, um die Vielfalt auf der Stadt Zürcher Weinkarte zu erhöhen? Genau. Speedtasting in Zürich. Zum Auftakt der Sauvignon Blanc. Mit seiner schönen Energie und den exotischen Aromen der perfekte Aperitif. Am Robin sind Riesling Silvaner, eine der wichtigsten Traubensorten im Kanton Zürich. Rund und schmackhaft, mit zartblumigen Noten, passt er gut zum Fisch aus dem See. Ein stilvoller Schlusspunkt setzt er im Holzfass gereifte Pinot Noir. Verführerisch saftig mit viel Frucht und Tiefgang hinterlässt er einen bleibenden Eindruck. Ganz wunderbar, den Pinot, mit so schön elegantem Holzeinfluss. Ja, ich habe das Geheimnis für den Weinausbau. Voilà Eva, da sind wir in unserem eigenen Wald. Und da ist vor ein paar Jahren noch eine Eiche gestanden, die wir zusammen mit dem Förster und dem Küfermeister ausgesucht haben, um unsere eigene Barrique zu machen. Der Küfer, das ist der, der das Holzfass macht? Genau. Und den gehen wir besuchen. Hinter mir der Küfermeister Gerhard, der die verschiedenen Fasstuben zum Barrique zusammenstellt. Hier haben wir Robin sein Holz, wie es nach 3 Jahren Trocknungszeit aussieht. Das Durchstehen der Barrique ist eine entscheidende und delikate Phase bei der Fassherstellung. Es dient der Formgebung und dem Freisetzen der Aromen.